Hallo Leute, schön, dass ihr hier seid bei Minecraft. Entschuldigung, meine Stimme. So. What the fuck? Aha. Gar nicht mitbekommen. Aber da hinten solche Lichter, wie heißen denn die? Da ein Name dafür, für diese komischen Lichter. Egal. Wir werden jetzt mal gucken. Ich habe ein Interface gebaut, was nicht gecraftet wurde. Mal gucken, ob es jetzt schafft. Es fehlt in Maschinen in Use. Weil er ein Basic macht, oder was? Nee. Okay, er macht gut. Braucht nur ein bisschen länger. Fertig. Ja, ich hatte gerade ein paar Schwierigkeiten mit einigen Rezepten, deswegen. Bin ich da gerade ein bisschen so komisch drauf gewesen. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir Construction-Dinger. Eindeutig 4 Stück. Und wir brauchen mal 12 Stein, ist ja egal. Und ein paar Kabel haben wir auch. Wir werden jetzt mal ein bisschen was testen. Wir gehen trotzdem schlafen. Kann man nicht, weil Monster in der Nähe sind. Dann stirbt. So, jetzt geht's aber. Wir werden jetzt mal testen, ob mein Vorhaben funktioniert. Nur die Frage, wo testen wir das am besten? Ich werde das jetzt echt mal. Ich müsste das draußen testen. Weil es ein bisschen schwierig hier bei dem ganzen Mob. Der ist mir am schlimmsten, weil der überlebt ja. So. Ja, der ist mir egal. So. Spinne müssen wir noch töten. Die nervt ein bisschen dann. Gut, wir brauchen hier ein Interface. Dann Kabel und bauen das sozusagen. Ja, so nicht. Ist ja egal, machen wir so. Wenn man das am besten machen, nehmen wir einfach mal den Ritter sozusagen aufbauen und das da anklatschen. Geht das? Ja. Und hier sagen wir einfach mal Stein. Ist ja egal. Wir müssen mal irgendwas definieren. Später definieren wir natürlich das Richtige. Jetzt das Ganze hier mal wegmachen. Zack. Und hier rein theoretisch jetzt Stein rein tun. Müsste er es ja hier platzieren, sobald er Strom hat. Und das ist die Frage. Ah. Ja, es gibt ja keinen Energy Acceptor mehr, oder? Ein Relay. Was ist ein Relay wieder? Interface wird. Ja, dann baut man halt einen Controller, wenn er unbedingt einen Controller haben will. Ist ja eigentlich. Theoretisch ist es egal, ich kann einen Controller aufbauen. Jetzt zum Testen später. Ja, ich weiß nicht, ob man ein eigenes AWS-System dafür machen werden oder nicht. Und dann werde ich ihn hier mal kurz die klauen. Damit ich Strom habe. Kommt der Controller hier hin? Ja, gut. Zack. Und die dahin und. Die Frage. Das geht nicht. Das System, so wie es bei Dings ist, bei normalen Constructor, ist die Frage, vielleicht deconstructed er das? Bei Deconstructor ist es wieder Art. Bei normalen Blatt-Logistik hast du ja Items in Interface gepackt und der hat sie dann deployed. Das macht der nicht. Das heißt, er braucht wahrscheinlich eine Speichermöglichkeit. Dafür werden wir jetzt einfach mal so ein External Deutsch machen. Das habe ich schon alles bei Autocrafting gemacht. Mal gucken, ob er den craften kann oder ob er da wieder Schwierigkeiten kriegt. Macht den Prozessor. Es scheint so, als würde er machen. Dann brauchen wir noch eine Kiste dazu. So. Kabel haben wir ja und dann mal gucken, wann er fertig wird. Da gleich jetzt. External Dings. Mal gucken, ob es da so geht. Wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht offline testen. Ich habe mir gedacht, naja, können wir alle zusammen testen. Ist auch nichts Verkehrtes. Genau, okay. Dann geht's. Perfekt. Problem ist, dass er die da oben ja separat placen muss.
Stunde. Er muss ja zuerst die, also die platzieren und dann oben die Köpfe separat. Aber das ist auch kein Problem. Da habe ich auch schon eine Idee. Ja, das sind wir dann anders. So, was ich aber jetzt noch testen muss, ist, wir haben oder ich habe ja schon vor langer Zeit hier ja mal den Protected Wand gebaut. Das war ja ganz am Anfang, vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich gesagt, den brauche ich unbedingt. Was kann der? Nehmen wir mal Platz mal ein bisschen. Die Bienen müssen hier weg, die stören mich gerade ein bisschen. Die machen Aua. Und das ist nicht gut, wenn die Aua machen. So. Den können wir da oben rein tun, den Rest haben wir weg. Also ich finde das Gras hier, ja. Einfach nur kacke. Gut. Den kann man rechtlich drauf machen und der Block ist dann protected. Heißt, wenn man den jetzt mal so in der Fläche macht hier, dann müssen wir natürlich wieder umschalten. Unprotect. Clear all Protect Mode. Okay, das wollte ich nicht. Switch to Protect Mode. Okay. 1, 2, 3, 4. So. Dann machen wir noch eine Reihe hier rum. Wenn wir mehr Platz haben. So. Und die kann ich jetzt. Okay. Blöd gesagt. Normalerweise nicht abbauen. Also wenn so einmal einen abbaut, geht's nicht. Das heißt, da ist ein Bug noch. Da. Da. Also wenn ich hier dann in einmal eins versuche abbauen, geht's nicht. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier ein Kabel drauf lege, kann ich das Kabel auf was Maximum Number of Protection Blocks reached? Nee, echt jetzt? Okay, ich kann nur zu so wenige Blöcke machen, das ist ja blöd. 16. Okay, ich kann den Bessern bauen. Bauen wir einen Bessern. Können wir ja einfach machen. Ist ja kein Problem. Machen wir. Wir haben ja hier noch andere Wands. Jeder da zum Beispiel. Den wir ja uncraften können. Wenn wir jetzt einen Uncrafting-Table irgendwo haben. Wenn wir einstellen, können wir den da reinwerfen und sagen, okay, die zwei nehmen wir raus. Also den ganzen Scheiß hier. Und können wir ja rein theoretisch stehen da weiterkraften, wenn wir da zwei Ei auf einen da haben. Und den da oben rein tun, holen wir dann raus. Naja, oder? Wenn ich hier gucke. Der hat Right-Click-to-Protection. Und wenn ich den jetzt nochmal weiterkrafte und nochmal weiterkrafte. Egal, nehmen wir mal den raus. Ist ja egal. Der kann aber auch nur 16 Blöcke, ja. Obwohl er jetzt eigentlich rein theoretisch schon ein weitergekraftete Typ ist. Er hat ja, ne, die gleiche ID, okay. Also eigentlich scheißegal. Gut, ja. Ist jetzt blöd. Das muss ich in der Config erst umstellen. Gott, echt da. Clear all, passt. So, Protect. Kann ich den protecten? Genau. Mit dem jetzt protecte. Mit dem Versuch abbauen. Geht nicht. Gut, das wollte ich testen. Dann kann man jetzt rein theoretisch. 1, 2, 3. Ich teste es einfach mal. Beinhart. Dann würde ich zum Beispiel sagen: TNT haben wir nicht. TNT. Und wenn wir das in die Luft springen da draußen. Mit einer Torch, am einfachsten. Lass die mal wegwerfen hast. So. Hier, die brauche ich natürlich noch. Das passt. Wenn ich das jetzt hier oben da in die Luft springe, mir die her. Was passiert? Okay. Okay. Ja, ich wusste nicht, dass die so einen großen Radius hat, ehrlich gesagt. Echt? TNT? Echt jetzt? Das ist mir jetzt echt neu, aber okay.
Also den wollte ich jetzt nicht ändern. Faster Mode, fastest Mode. Wollte den anderen ändern. Das ist immer so blöd, wenn man das Shift klickt, weil das da oben landet. Unprotect all. So, clear all. Passt. Das heißt, das muss ich leider da config ändern. Nee, weil num protect ist. Warte mal. Protecting Mode. Mal schauen, ob wir jetzt doch vielleicht mehr können. Nee, es reached, okay. 16 Blöcke. Okay. Na gut, werde ich dann, wie gesagt, mal ändern in der Config. Was mich wirklich erschrocken hat, dass das BND so einen großen Radius hat. Das ist ja nicht normal, oder? Oder bin ich einfach schon so alt, dass ich das nicht mehr weiß? Schon heftig, der Radio. Und ich persönlich halt. Weiß nicht. Ihr dazu sagt, aber ich bin das anders gewohnt von TNT. Den habe ich ja eigentlich nur so ein paar Blöcke protected. Aber naja. Aber ich denke mal, ihr wisst jetzt, worauf ich hinaus will. Das heißt, wir werden jetzt so Böses bauen hier. Dann lassen wir hier den Witter drauf spawnen. Und werden Käfig rundherum bauen. Werden den Käfig einfach protecten. Fertig. Oh, aus. Und wenn er protected ist, kann ihn der Witter ja nicht zerstören. Und das ME-Dingsbums oder das hier können wir drin lassen, weil er kann es ja auch nicht zerstören. Man braucht jetzt nicht eigentlich, so wie viele machen, irgendwie hier und dann irgendwie den Board oder so. Könnte man natürlich auch machen, wäre einfach. Nur warum, wenn es so auch geht? Wir protecten das ME einfach. Und schon haben wir kein Problem mehr. Problem ist halt nur, dass uns jetzt der Wand hier einen Strich durch die Rechnung macht. Die Zeit auch. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich offline alles aufbauen mit Stein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da mit der Proofed Stein nehmen sollten. Ist halt nicht so billig, gell? Dark Steel, was kostet Dark Steel? Kostet Obsidian wohl. Das wird halt. Das Refined Obsidian würde halt bitterfest sein. Der Vorteil wäre dabei, ich bräuchte was bitter. Das. Kann man. Twitter spawnen lassen oder was? In den Spawner von Dings. X-Ray Utilities 2. Anscheinend irgendwie so. Muss ich mal gucken. Ja, ich werde das machen. Dark Steel haben wir schon automatisiert. Dark Steel. Haben wir schon. Es fehlt Obsidian. Okay, das heißt, ich muss Obsidian herstellen, aber ich kann ja mal ein Stack schon machen. Das geht mal auf alle Fälle. Dann hat er was zu tun. Jede Menge, um genau zu sein. Und was macht er schon? Und würde dann das Offline bauen. Aus Dark Steel. Und dann bauen wir uns ein ME rein. Das bauen wir dann raus. Die Frage ist nur, wo baue ich das hin? Baue ich das jetzt irgendwo im Haus oder weiter weg? Schleunig, während wir reden. Wenn ich ein Haus baue, ist halt wieder so eine Sache. So, der hat aufgehört, weil ihm Pyro-Dingsbums fehlt. Kriegt er ein bisschen wieder. Ein Stäckchen. Im Haus unten im Keller, da hört es keiner. Theoretisch könnte ich ja unten den Spawner nehmen, den wir haben. Aber das ist ja die Frage, was hat der Witter für einen Explosionsradius? Und schon fängt er wieder an. Geiles System. Gefällt mir echt gut, wie wir hier gebaut haben oder ich hier gebaut habe. Wir haben aber keinen Redstone wieder über. Warum nicht? Weil hier alle 10 drin sind, okay. Das heißt, hat alle weiter gekraftet. Das heißt, das Ganze hier rein. Okay, er macht denn das immer weiter. Das erste, wenn wir hier 64 haben, hier 64, dann kriegen wir Überschuss, wirklich Überschuss. Weil jetzt braucht er alles selbst dann wieder. Weil er hier stacken kann.
Der Überschuss kommt, sobald der hier nicht mehr stacken kann. Wenn die Maschine langsamer wäre. Ist ja aber nicht. Ja, rein tut's egal. Irgendwann kommt der Überschuss vollkommen und dann haben wir es auch. So, Cobblestone sollten wir jetzt eigentlich auch genug haben, oder? 891, das läuft perfekt. Hat schon 800 aus. Was sagt das deutsche Passwort dazu? 891 von 26.000. Ja, Deutsch könnte was erhöhen auf 1.500. Machen wir es einfach. Haben wir immer genug hier zur Auswahl, falls wir irgendwas machen wollen. Genau, und nachdem der ja genug drin hat, man jetzt mal beschleunigen, dann würde hinten plus rauskommen. So, mal jetzt reingucken. Kommt jetzt plus raus. Genau. Mal das Deck wieder abgreifen. Bei Kabretzen haben wir jetzt eh schon wieder viel, wenn man guckt. Gar nicht mehr so wenig. Dark Steel, ist der da fertig? Oder was macht er denn wieder hier? Jetzt macht er hier Dark Steel. Da ist genau ein bisschen beschleunigen. Was ich noch bauen muss, ist ja noch hier mal das Obsidian. Das Igneous Extruder muss ich ja nochmal aufbauen. Aber hier Lava, das heißt, wir würden Igneous Extruder hier hinbauen. Brauche ich ja Wasser und Lava. Wie habe ich denn die Wasser, gemacht? Mit der Transferpipe, gell? Wahrscheinlich. Ja, Transferpipe und endlich Wasserquelle wahrscheinlich. Vermute ich mal. Gut, da werde ich aber wahrscheinlich so machen, dass ich einen Endertank mache noch und dann einfach zwei Endertanken nebeneinander klatsche und den in der Mitte rein und fertig. Das werde ich eher machen. Das werde ich dann hier hinbauen. Oder gleich hier in die Wand. Hier in die Wand, weil da habe ich ja nicht so tief. Das heißt, das würde weniger auffallen. Da kann ich hier eventuell noch einen Speicher hinbauen mal. Oder Energieversorgung, welche Generatoren oder so. Mal gucken. Ja, da würde ich sagen, ich werde offline einiges bauen und wir sehen uns, Leute. Also bleibt dran, macht's gut. Tschüss.